Hallo liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video hier bei auf unserem Kanal. Wir stellen uns euch heute den Hobby vor, und zwar den Ventana Premium 5, also 65. Ja, was soll man sagen? Altbekanntes Cockpit, es ist Fiat. Wir haben hier den Ducato mal wieder. Alles wie gehabt, also nichts Ungewöhnliches. Ja, schöne Dinette, wir können wieder den Tisch ausziehen. Das heißt, um halt das Ganze dann für den Beifahrer ein bisschen angenehmer zu machen. 4 Sitzplätze, eine tolle Dinette. Was ich hier super gut finde, ist, wir haben 3 Steckdosenvarianten. 12 Volt, 230 Volt und auch USB. Schränke. Hier oben haben wir Ablagen. Wir haben auch hier vorne noch ein Fach. Das heißt, ein großes Staufach. Die ja, bekannte Elektronik von Hobby. Das heißt, alles in einem. Also wirklich gut gemacht. Wir haben eine Besonderheit hier. Das ist dieser Kühlschrank. Es ist nämlich ein hochgesetzter Kühlschrank, Kompressorkühlschrank. Und zwar von Dometics. Daneben haben wir sowas wie ein Apotheker, also für Gewürze und so. Hier ist der zweite Teil. Also, das ist auch ein Teil von dem Kühlschrank, das ist halt ein kompletter Kühlschrank. Dann, ja, Waschbecken und auch Piezo-Zündung mal wieder. Schön viele Schubladen, wirklich sehr gut. Gut, die eine ist natürlich zugebaut wegen dem Waschbecken. Dann haben wir noch für Geschirr und für Töpfe. Und was wir hier auch haben, ist noch ein Seitenschrank für diverse andere Sachen. So, bekannterweise ist meistens hier die Elektronik drunter und die, beziehungsweise Elektronik nicht, aber die Truma-Heizung. Dann, ja, haben wir das Bad. Großzügig. Für Marcel zwar etwas klein. Ach so, halt, stopp. Man kann ja hier das Ding rausmachen. 2 Bodenablässe. Ein hinten, ein vorne. Wirklich gut. Für Marcel zwar trotzdem noch ein kleines bisschen kleiner, aber würde auch passen. Duschvorhang. Ablagefächer für diverse Duschutensilien. Ja, Toilette. Sehr gut, angenehm, tolles Waschbecken. Kann man auch währenddessen noch Zähne putzen. Also würde auch funktionieren. Dann haben wir das Fenster und wir haben auch eine Dachluke. Also das heißt, kann schön quer lüften. Ist die Feuchtigkeit auch schnell raus. Ja, da haben wir noch ein paar Haken. Die haben wir an der Seite auch noch gehabt. Hier ist noch eine Kleiderstange drin. Genau. Bekannte Fächer. Ach nee, keine Fächer. Doch, von unten sind die Fächer. Zumindest ist hier eins drin. Oder? Auch nicht? Nee. Kein Fach. Aber man hat die Seitenfächer. Ja. An der Seite kommt man natürlich wieder ran. Um im Prinzip hier das hochzuklappen, falls man mal was durchladen will oder sowas. Das ist hier möglich. Wir haben Längsbetten. Also, glaube ich, liege auf jeden Fall sehr bequem. Habe auch nach oben noch ein bisschen Platz. Also, so weit geht es. Und Marcel würde da auch, glaube ich, gut klarkommen. Und dann haben wir natürlich noch die Fächer oberhalb. Und auch hier hinten ein großzügiges Staufach. Das gleiche ist dann auf der Seite. Und tolle Lampen. Also, wer lesen will, was ich auch sehr gut finde, ist natürlich Handyladung. Und was man auch mega hat in diesem Fahrzeug, man hat hier hinten noch ein Bedienteil für die Truma-Heizung. Weiß nicht, ob Marcel das sieht, so. Und auch für die gesamten Lichter. Die kann man von hier hinten aus steuern. Hier oben nochmal eine 230 Volt Dose.
Und auch von der Seite lassen sich die Lichter gut steuern. Also tolle Technik. Was auch viele Hersteller mittlerweile haben, wo sie darauf achten, sind diese Fächer. Das ist wieder toll angebracht für zwei Gasflaschen. Auch hier ist wieder die Truma 4. Ich glaube, die kriegt man auch als Diesel und auch mit als 6 und nicht Truma 4. Staufächer für diverse Sachen und auch hier hinten haben wir nochmal 12 Volt und auch 230 Volt Anschluss. Staufächer zu der Seite und Staufächer zu dieser anderen Seite. Die Staufächer sind hier drinnen. Zu dieser Seite, das ist nämlich die Treppe und deswegen waren die anderen Staufächer von oben nicht erreichbar. Und natürlich hochklappbar zu beiden Seiten. Also das heißt, man kann auch wieder was durchladen. Es ist verankert mit Schrauben, die kann man dann aufmachen. Wenn die auf sind, dann kann man bis hinten komplett durchladen. Wasser haben wir wieder zu dieser Seite. Und Stromanschluss sowie die Toilettenkassette, die ist zur anderen Seite. Da gehen wir jetzt. Fazit zu diesem Fahrzeug, höchst modern, wirklich mit viel Technik vollgestopft, vor allen Dingen gut durchdacht, was die Schaltung der Lichtschalter und so weiter betrifft. Ein tolles Bedienpanel, wie man das bei Hobby auch aus anderen Fahrzeugen gewohnt ist. Eine super Sache mit dem kompletten Kühlschrank oberhalb, also das ist auch halt mal was Neues, 90 Liter sollen da reingeben, also das ist diese Slimline Kühlschrank von Hobby. Die lassen sich auch immer echt wieder was Neues einfallen, also top. Ja, alles in allem ein tolles Fahrzeug und kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns so ein Fahrzeug auch kaufen.